Liebe Frau Mark, das ist ja was ganz Besonderes und ich glaube, das möchte ich jetzt irgendwie öfters haben. Im Bundestag, zu Hause, wenn ich unterwegs bin, ich kann mich dann richtig dran gewöhnen und vielen Dank dafür. Das ist ein gutes Gefühl. Ich habe Sie sozusagen im Rücken und Sie geben mir Rückenwind und ich möchte Sie als allererstes natürlich ganz herzlich hier begrüßen zur Übergabe der Teilhabeempfehlungen. Meine Damen und Herren, es ist mir eine wirklich große Freude, dass Sie gekommen sind. Es sind ja, ich bin ja seit 2018 im Amt, im Grunde die zweiten Teilhabeempfehlungen, die ich jetzt auch den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern von Bund und von Ländern übergebe. Also eine starke Tradition beim zweiten Mal. Und ich darf mich natürlich herzlich dafür bedanken, dass Sie alle hierher gekommen sind. Die Bahn streikt nicht mehr, das haben wir auch noch hingekriegt. Jedenfalls gut, dass Sie da sind. Und ich möchte natürlich ganz besonders herzlich ganz wichtige Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger begrüßen. Und ich beginne natürlich mit dem Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil. Es ist eine Freude, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, wir müssen es dann nachher mit Karl Lauterbach so machen, wie Sie es jetzt gerade mit mir gemacht haben. Er kommt ein bisschen später. Ich werde ihn dann nochmal begrüßen, aber auch der Bundesminister Karl Lauterbach, unser Karl Lauterbach, Bundesgesundheitsminister, wird da sein. Er kommt ein bisschen später. Ich begrüße aber jetzt wieder ganz herzlich die Präsidentin der Kultusministerkonferenz der Länder und auch die Ministerin für Bildung und Kultur, Kultur, glaube ich, des feinen und kleinen und feinen Bundeslandes Saarlandes. Frau Christine Streichert-Dürr, Sie sind herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Fehlt jetzt auch das müssen wir dann machen mit Jens Brandenburg, wenn er nicht gerade hier kommt, ich weiß es nicht, ich sehe es nicht, der parlamentarische Staatssekretär aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, Dr. Jens Brandenburg, wird auch noch heute dabei sein, meine Damen und Herren, damit sind wir sehr, sehr gut besetzt und ich freue mich auch, dass die Entscheidungsträger und Entscheider sozusagen ihrer Verantwortung sich stellen. Es wird jetzt auch nicht so dramatisch schlimm, lieber Hubertus, aber es ist mir schon wichtig, dass natürlich meine Teilhabeempfehlungen nicht nur übergeben werden, sondern auch angenommen werden und sie mitgenommen werden, weil sie sind ein wichtiges Produkt einer langen Arbeit mit vielen, vielen Expertinnen und Experten in eigener Sache und ich glaube, das ist wichtig. Meine Damen und Herren, die Bundesrepublik Deutschland, ich sage das immer wieder, hat vor nunmehr fast 15 Jahren die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert und zu geltendem Recht gemacht. Sie hat gesagt, dieses Recht gilt hier und wir müssen doch feststellen, dass trotz vieler Fortschritte, wir müssen auch die Fortschritte sehen, aber spätestens seit der Staatenprüfung von einem halben Jahr in Genf haben wir doch nochmal deutlich gesagt bekommen, dass wir von der Situation, wo wir von gleichwertigen Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne Behinderungen reden, noch sehr weit oder relativ weit entfernt sind. Es gibt noch eine Menge zu tun und die Teilhabeempfehlungen sind ein Beitrag dazu, dass sich daran was ändert und es muss sich auch daran was ändern. Meine Damen und Herren, und es passiert immer wieder, ich habe eigentlich fast die allerwichtigste Person vergessen, nachdem ja jetzt sozusagen manche ja nicht gekommen sind, ist aber eine Person da und sie sitzt auch hier und sie wird jetzt von mir begrüßt. Es ist Verena Bentele, die Vorsitzende des Sprecherinnenrates des Deutschen Behindertenrats. Wie konnte ich es vergessen, liebe Verena? Jetzt aber herzlich willkommen. Verena, es ist eine Freude, dass du da bist, auch als Präsidentin des VDK. Meine Damen und Herren, wir haben uns dieses Mal stark fokussiert und unsere Aufmerksamkeit gelenkt auf eine Gruppe von Menschen, die nicht immer so sichtbar sind und die nicht immer so im Mittelpunkt auch der Aufmerksamkeit stehen. Und das sind die Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen. Und Sie merken, ich benutze ganz bewusst diesen Begriff Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen und eben nicht den Begriff, den wir jetzt noch in den Gesetzen haben, nämlich Menschen mit geistigen Behinderungen. Und das hat einfach damit zu tun, dass mir ganz viele Vertreterinnen und Vertreter in eigener Sache, aber insbesondere auch die Selbstvertretungsorganisation, auch Mensch zuerst, gesagt hat,
Wir empfinden diesen Begriff der geistigen Behinderung als abwertend. Wir empfinden den als nicht wertschätzend. Wir finden ihn als stigmatisierend und auch als diskriminierend. Und das nehme ich sehr ernst. Denn ich finde, wenn die absolute überwiegende Mehrheit von Menschen eine Bezeichnung sozusagen sich zurechnen, diese Bezeichnung ablehnen, dann haben eigentlich diese Worte der geistigen Behinderung nichts verloren in unserem Sprachgebrauch und auch nichts in unseren Gesetzen. Wir haben in Fachgesprächen mit den Expertinnen und Experten in eigener Sache, aber auch mit vielen anderen, mit Juristen, mit Medizinern, mit Pädagogen, mit Linguisten, darüber noch mal diskutiert, ob das zeitgemäß ist, dieser Begriff. Wenn Menschen mit geistiger Behinderung, dieser Begriff wurde ja in den 60er Jahren eingeführt, nachdem es vorher ganz schreckliche und viel schrecklichere Begriffe gab. Aber das Ergebnis ist, er ist nicht zeitgemäß und wir nähern uns jetzt dem Begriff an, dem ich zunächst auch in meinen Teilhabeempfehlungen das Thema intellektuelle Beeinträchtigung benutze. Das ist im Grunde die Übersetzung aus der UN-Behindertenrechtskonvention. Aber wir brauchen tatsächlich einen großen politischen Diskurs dazu. Schön, dass die Abgeordneten auch des Deutschen Bundestages da sind. Meine Damen und Herren, es wäre eine Möglichkeit, und das richtet sich jetzt schon an das BMAS, dass im Rahmen der Novellierung des Behindertengleichstellungsgesetzes, wo ja vieles auf den Prüfstand kommt, wir auch wissen, dass Sprache unser Denken prägt, dass wir über diesen Begriff nochmal reden. Das ist der Einstieg, aber nochmal, geistige Behinderung kann nicht bleiben, es muss was Neues werden. Meine Damen und Herren, und da bin ich auch schon bei Hubertus Heil und dem Behindertengleichstellungsgesetz. Ich sage ja BGG, Barrieren gehören geächtet oder geschleift oder geschliffen. Das BGG, meine Damen und Herren, ist natürlich ein zentrales Gesetz in dem Bereich und ich bin natürlich sehr gespannt, da Hubertus Heil uns heute sagen kann, wann jetzt tatsächlich mit der Novelle des BGG gerechnet werden kann. Ich weiß, man ist da auch sozusagen in Diskussion innerhalb der drei Fraktionen, aber es muss ja irgendwann mal losgehen, glaube ich, und insbesondere, welche Inhalte denn im BGG tatsächlich dann zur Debatte stehen, weil wir wollen das gerne unterstützen, Hubertus. Ich möchte dich sehr, sehr gerne dabei unterstützen, weil über dem Koalitionsvertrag steht, mehr Fortschritt wagen. Und ich glaube, wir haben eine große Chance jetzt, über das BGG mehr Fortschritt zu wagen. Wer Fortschritt wagen will, muss mutig sein, muss eine klare Position haben, muss auch Pol halten, wie man dann in Westfalen sagt, wenn der Gegenwind kommt. Ich will nicht und wir wollen nicht sehr gerne unterstützen. Und ich will ganz klar sagen, dass die Verpflichtung von privaten Anbietern von Produkten und Dienstleistungen zur Barrierefreiheit, wenn ihr ganz oben auf der Liste steht, das muss kommen aus meiner Sicht. Da müssen wir mutig sein, da müssen wir auch durchhalten. Da brauchen wir einen langen Atem. Aber die Verpflichtung von Privaten, das würde wirklich Schub bringen für die Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen, sei es im Bereich der medizinischen Versorgung bei Arztpraxen oder sei es beispielsweise bei Arbeitsplätzen und dem Zugang oder auch bei den Dingen, die ja allen Spaß machen, wenn man ins Bistro will, wenn man ins Café will, wenn man ins Theater will. Wir brauchen die Verpflichtung der privaten Anbieter. Wir sind da an deiner Seite, Hubertus. Es muss kommen. Karl Lauterbach ist jetzt noch nicht da, aber Sie können sich darauf verlassen. Ich habe es ihm schon gesagt und ich werde es ihm wieder sagen. Man muss ja sozusagen, Politik besteht ja darin, auch Dinge zu wiederholen, aber es ist klar, eindeutig wichtig, dass natürlich wir sehr gespannt sind, jetzt auch bei der Erarbeitung des Aktionsplans für ein diverses, für ein barrierefreies und inklusives Gesundheitssystem, was wir tatsächlich zu erwarten haben. Auch da sind die Verbände und die Selbstvertretungsorganisationen mit dabei und mit an unserer Seite. Meine Damen und Herren, wir brauchen ein inklusiveres Gesundheitssystem in Deutschland. Und wir wissen, und das gilt dann auch wieder fürs BGG insgesamt, nur auf Freiwilligkeit zu setzen und nur auf bessere Einsicht zu setzen bei den Privaten. Das ist gescheitert. Wir brauchen die rechtlichen, verbindlichen Regelungen, damit es hier nach vorne geht. Und das wird das Thema sein, das Karl Lauterbach zu bearbeiten hat.
auf dreifachem Niveau. Es geht mir natürlich auch beim Thema inklusive Bildung darum, dass Sie und auch dann später jetzt Brandenburg starkes Bekenntnis nochmal sagen zur inklusiven Bildung. Meine Damen und Herren, ich will es vielleicht auch an dieser Stelle aktuell sagen. Sie erinnern sich vielleicht an ein Sommerinterview von einem guten halben Jahr, in der ein Abgeordneter einer Fraktion in Thüringen gesagt hat, bei Inklusion handle es sich um ein Ideologiekonzept und man müsse das Bildungssystem von diesem Ideologiekonzept befreien, weil das hier sei nicht gut für unsere Kinder. Ich frage mich immer, wen meint er eigentlich mit unseren Kindern? Ich will klar sagen, wer Inklusion in Frage stellt oder wer Inklusion abschaffen will, der greift zentrale Werte unserer Demokratie an, meine Damen und Herren. Inklusion. Inklusion, meine Damen und Herren, ist kein Ideologiekonzept, sondern die menschenrechtliche Antwort unserer Demokratie auch auf die schrecklichen Euthanasieverbrechen im Nationalsozialismus. Inklusion ist ein Menschenrecht und dazu gibt es keine Alternative für Deutschland. Sehr geehrten Damen und Herren, und dann bin ich natürlich sehr gespannt auf die Position des Deutschen Behindertenrates. Liebe Verena, ich bin gespannt auf deine Position, weil auch da gilt natürlich der Grundsatz, nichts über uns, ohne uns. Der Deutsche Behindertenrat ist für mich der ganz wichtige Partner und der ganz große Unterstützer in dem Bereich. Deswegen vielen Dank, dass du da bist. Wir sind nachher sehr auf deine Position gespannt. Und meine Damen und Herren, bevor das dann sozusagen stattfindet, ist es jetzt an der Zeit sozusagen, dass die Menschen zu Wort kommen und ihnen einen Einblick geben in die Arbeit und auch in die Entstehung dieser Teilhabeempfehlungen, auf die wir wirklich stolz sind. Es ist ein Produkt, das wirklich viele Menschen nach vorne gebracht haben. Es ist ein Produkt, das erarbeitet wurde mit den ExpertInnen in eigener Sache. Und insofern freue ich mich sehr auf den Austausch und komme nachher nochmal wieder. Schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche uns einen spannenden und einen ergebnisreichen und einen schönen Abend. Ich danke Ihnen. Also der Hintergrund war unter anderem die Special Olympic World Games, wo wir im Sommer in ganz Berlin viele Also der Hintergrund war unter anderem die Special Olympic World Games. Wir im Sommer in ganz Berlin viele erlebten. Die Themenfelder, die wir sozusagen bekommen haben, das sind sozusagen die Anregungen, die Beschwerden, aber auch die Hinweise, die wir von den Expertinnen und Experten in eigener Sache bekommen haben, die gesagt haben, da drückt uns im Grunde der Schuh am heftigsten. Es ist Gesundheit, es ist eben Bildung, es ist Arbeit, es ist Digitalisierung und es ist auch der Gewaltschutz. Und so haben sich sozusagen diese Teilhabeempfehlungen dann auch entwickelt. Und hier ist ganz wichtig, wenn ich hier jetzt mal geben darf, dass die Teilhabeempfehlungen sind, die ich stellvertretend sozusagen übergebe. Ich bin ja als Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, das Behindertenmitglied der Bundesregierung und der Zivilgesellschaft. Ich darf jetzt das stellvertretend für viele Experten von eigenen Sachen. An wen Sie jetzt die Teilhabeempfehlung hier persönlich auf der Mitte übergeben wollen und wen ich dann anschließend das Gespräch gehen lassen. Ich war natürlich mit Roberto Seiden. Komm doch bitte auf die Bühne. Ich möchte gerne die Teilhabeempfehlung hier aus dem Land. Die Teilhabeempfehlung als nächstes. Sie wissen, was wir gesagt haben. Ich möchte als nächstes Professor Karl Lauterbach auf die Bühne bitten. Lieber Professor Karl Lauterbach. Die Teilhabeempfehlung für Sie, was wir lesen konnten. Frau Schreck, die Rotchen auch, aus dem Saarland, als Kultusminister. Deswegen kommen Sie mit uns zu Wenn ich draußen schon sagen, ich ist ja eben auch, Frau Dr. Jens Brandenburg aus dem BMBF.
Kommen Sie bitte auf die Bühne, das ist für Sie. Sehr gut. Vielen Dank. Herr Dusel verlässt noch einmal die Bühne, um später wiederzukommen. Die anderen bitte ich in die sitzvolle Platz. Diese Menschen im Publikum, ich verrate Ihnen was, alle vier hatten vorher schon Gelegenheit, einen Blick in die Teilhabeempfehlung zu werfen. Und diese Menschen im Publikum, ich verrate Ihnen was, alle vier hatten vorher schon Gelegenheit, einen Sehen, da möchte ich anknüpfen, das ist mir sofort ins Auge geschrieben, da muss ich in meinem Bereich etwas tun. Und ich beginne bei unserem Bundesminister für Arbeit und Soziales, Bertus Heil. Ja, erstmal schönen guten Abend. Ich will vorweg eine kurze Bemerkung machen, nämlich Danke sagen an Jürgen Dusel und an alle, die mit an diesen Empfehlungen gearbeitet haben. Bei Jürgen Dusel ist es so, dass man Freundlichkeit in der Rede nicht mit mangelnder Nachdrücklichkeit in der Durchsetzung bewechseln darf. Der ist hart. Aber wenn jemand, der konzeptionell arbeitet miteinander zusammen. Und sein Motto, das hier übrigens steht, passt mehr denn je die Zeit, nämlich dass Demokratie Inklusion braucht. Ich sage das, Jürgen, deshalb, weil die eine Empfehlung, die eine Chiffre ist für Umdenken, nämlich dass man den Begriff geistige Behinderung endlich überwindet und streicht, neuen findet. Das passt mehr in die Zeit, in eine Zeit, in der wir leider erleben, dass es nicht, was wir uns alle wünschen, um wirklich den Weg Richtung Inklusion gibt, sondern einige die Rolle rückwärts machen wollen. Und ich darf es ja ein bisschen deutlicher machen als du in deiner Freundlichkeit. Ich erinnere an Herrn Höcke. Und wir haben heute zusammen, Jürgen war auch da, den Holocaust-Gedenktag gehabt, eine sehr bewegende Veranstaltung und auch an die Opfer der sogenannten Euthanasie gedacht. Ich glaube, dass der Weckruf dieser Empfehlung ist, neben den Details, zu denen ich gleich in meinem Teil komme, ist, die Antwort auf diesen Rechtsruck muss nicht Verteidigung sein, sondern gerade jetzt mehr Inklusion zu sagen. Viele glauben, dass er der Beauftragte meines Ministeriums ist, aber er hat es vorhin gesagt, er ist der Bundesregierung. Und trotzdem ist es nicht zufällig, dass seine Geschäftsstelle hier im Haus ist. Denn es gibt zentrale Meinungsressorts aus den Empfehlungen 3 bis 4 große Themen. Da ist erstmal natürlich das Thema Arbeit. Und ganz konkret sich nicht darauf auszuruhen, dass wir ein Gesetz zum inklusiven Arbeitsmarkt gemacht haben, sondern weiterzudenken. Und ich will das deutlich sagen, was da vor der Brust ist. Ist vor allen Dingen das, was an Erneuerung im Bereich der Werkstätten notwendig ist. Und das betrifft das sogenannte Zugangsmanagement. Das heißt, wir haben viel zu viele Menschen, die automatisch da landen und dann nie wieder rauskommen. Das betrifft auch die Frage, wie man rauskommt. Das betrifft auch die Frage der Entlohnung. Und es betrifft auch die Frage, welche Vorstellungen haben wir eigentlich für Teilhabeangebote, zum Beispiel in Tagespflegeeinrichtungen, für schwer zu lernende fachbehinderte Menschen. Das sind die Handlungsfelder, die wir im Aktionsplan vor der Brust haben. Zweites Thema. Nur um es kurz zu machen, weil wenn die Diskussion gleich noch kommen und wir eng in der Zeit sind, natürlich das Thema Barrierefreiheit. Und Jürgen, du kannst dich darauf verlassen, das BGG kommt nicht auf die lange Bank. Das soll, wir sind in intensiver Vorbereitung, schnell auf den Weg, und zwar für Private und Öffentliche. Drittens, für mich sehr beeindruckend eben die Runde zum Thema Gewaltschutz. Und ich will es ein bisschen deutlicher sagen, der Paragraph, der angesprochen wurde, und ich muss zugeben, auch nach 6 Jahren im Amt, merke ich mir Zahlen von Paragraphen nicht immer so gerne. Den Paragraph müsst ihr mal zugeben. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, das war ein symbolisch wichtiger Schritt, und es gibt viele Gewaltschutzkonzepte in Einrichtungen, Lehreinrichtungen auch andere. Aber die Kritik an diesem Punkt, die vorhin geäußert wurde von Ihnen ein bisschen deutlicher, ist, da sind zu wenig Sanktionsmöglichkeiten und da sind wenig zu wenig Qualitätsstandard. Deshalb will ich, dass wir uns diesen Paragraph nochmal anschauen und möglichst auch novellieren. Das gelingt nur gemeinsam mit den Ländern, den Anlauf haben wir schon mal gemacht,
Aber ich finde das gerade jetzt ein wichtiges. Zum Thema Barrierefreiheit gehören noch zwei andere Dinge. Es gibt Gesetze, die jetzt erst in Kraft treten, was Barrierefreiheit von Produkten betrifft und auch das Thema Digitalisierung. Da ist, glaube ich, die wesentliche Erkenntnis nicht, dass guter Wille zählt, sondern dass man das nicht über die Köpfe von Menschen hinweg entwickeln kann, die digital gemeint sind, sondern dass das ins Leere läuft. Digitalisierung bietet unglaublich viele Chancen für den inklusiven Arbeitsmarkt, für Barrierefreiheit im Leben. Das wissen wir alle und wir leben es inzwischen auch. Aber wenn Produkte entwickelt werden, die an denen vorbeigehen, um die es geht und die sie benutzen sollten, dann laufen wir wirklich in eine Riesenfalle. Also das wären als erste Reaktion Dinge, die wir versuchen anzugehen. Ich bin aber dankbar, und vielleicht kann ich Ihnen damit helfen, die Überleitung zu schaffen, aufzuhören, dass wir mit der gemeinsamen Aktion, mit der Aktion Barrierefreiheit in der Bundesregierung wirklich einen Weg versuchen, ressortübergreifend zu denken und nicht versäult. Denn zwischen Karl und mir gibt es eine ganze Menge Bezugsdinge. Also nicht nur, dass wir öfter bei Land sind, öfter als ich, sondern auch was dieses Thema betrifft. Und das muss schon auch Hand in Hand gehen, auch mit der Bildungspolitik von Bund und Ländern. Deshalb danke an Christine, dass sie heute hier ist und auch an Jens Brandenburg. Das ist, glaube ich, gut, dass wir das gemeinsam machen. Heute kommen noch ein paar andere Ressourcen dazu. Also vielen Dank erstmal für das Eingangsstatement, Karl. Diskussion wäre super, da muss ich Sie ein bisschen enttäuschen, weil so viel Zeit haben wir gar nicht. Und Eingangsstatements, die wir jetzt von allen haben, aber ich werde nochmal nachhaken, weil das verspreche ich Ihnen gleich. Machen wir erstmal weiter beim Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Ja, vielen Dank für diese sehr wichtige Veranstaltung. Ich will auch eine Bemerkung machen, die anknüpft an das, was wir heute Morgen erlebt haben, diesen Gedenktag zur Befreiung von Auschwitz. Ich komme aus einer Familie, da wurde über den Nationalsozialismus sehr wohl gesprochen. Das war kein Tabuthema und hat eine Rolle gespielt. Die Familie war zum Teil betroffen, zum Teil verquickt, zum Teil auch nicht, also ging durcheinander. Aber ich erinnere mich daran, dass meine Großmutter sehr früh, also darauf hinwies, so eine Dorfgemeinde gewesen, dass im Nachbardorf ein Haus war, dort lebten Menschen mit Behinderung, Kinder mit Behinderung, aber nicht nur. Und diese Kinder wurden quasi zuerst abtransportiert. Und jeder im Dorf wusste, davon kommt niemand zurück und genauso ist es gewesen. Und die Gesellschaft hat sich damals eben nicht gewehrt. Jeder wusste, von diesen Kindern werden wir keines mehr sehen. Das wusste jeder. Das haben sich, also die Leute haben sich halt nicht gewehrt. Und daher sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir eine zweite Gelegenheit haben. Sollten wir auf jeden Fall ergreifen. Das dürfen wir nicht noch einmal zulassen. Ich bin ein Freund des Konkreten und Jürgen Dussel und ich, wir tauschen uns oft aus und ich mag auch die Hartnäckigkeit, die er hat, nachzusetzen. Was heißt das konkret? Wann kommt das, wie wird das bezahlt und so weiter. Also all diese Dinge, auf die es de facto ankommt. Und was wir also machen, ist diesen Aktionsplan für also Barrierefreiheit und Inklusion. Und da muss es eben konkret werden, die Art und Weise, wie in Praxen und in Krankenhäusern vorgegangen wird, ermangelt also vieles, aber drei Dinge müssen unbedingt passieren. Ein wenig bekanntes Thema, was aber diese Bedeutung hat, ist, dass also Menschen mit Behinderung, geistig oder nicht, oft bei der Vorbeugemedizin komplett hinten runterfallen. Das fängt schon damit an, dass also psychisch kranke Menschen unfassbar viel rauchen, unfassbar hart rauchen, sehr stark nikotinabhängig sind, dass wir da aber nichts machen. Wir lassen das zu. Daher sind frühe Lungenkrebserkrankungen bei diesen psychisch kranken Menschen, die sind sehr häufig. Das ist ein großes Problem. Wenn Darmkrebs also vorkommt und viele Behinderungen gehen einher mit einem erhöhten Darmkrebsrisiko, hat die Vorsorge vorher, also die Koloskopie, oft nicht stattgefunden. Das heißt, wir finden den Tumor, er ist weit fortgeschritten, wir können wenig machen. Und da Menschen mit Behinderung oft Beschwerden nicht gut ausdrücken können oder man hört nicht zu oder man kann es nicht genau also einordnen und Beschwerden äußern sich auch ein bisschen anders, finden wir Krebserkrankungen bei Menschen mit Behinderung oft sehr weit fortgeschrittenen Stadien.
Da müssen wir viel besser werden. Das ist das erste Problem, der erste Bereich. Zweiter Bereich ist, also die Krankheiten verlaufen anders und müssen auch etwas anders behandelt werden, wenn man bestimmte Behinderungen mitbringt. Darauf gibt es in Deutschland so gut wie keine Spezialisierung. Und diese Spezialzentren für Menschen mit also geistiger und Mehrfachbehinderung, die wollen wir aufbauen, die sind unbedingt notwendig, weil ohne diese Spezialzentren können wir auch gar nicht das Wissen in die Fläche bringen. Somit haben diese Zentren Bedeutung für die Behandlung, aber auch für die Vermittlung der Erkenntnisse. Das ist von großer Bedeutung, das ist der zweite Bereich. Und der dritte Bereich ist, wenn wir Studien durchführen, das sind in Deutschland sowieso nicht gut. Klinische Studien sind in Deutschland ein Riesenproblem, da gehen wir derzeit heran. Auf die Bevölkerung bezogen haben wir nur ein Zehntel so viele Studien wie Dänemark. Aber für unsere Studien gilt fast immer, dass Menschen mit Behinderungen, und zwar gleich welcher Behinderung, nicht eingeschlossen werden. Das heißt, die Forschung in klinischen Studien für Menschen mit Behinderungen findet in Deutschland eigentlich nicht statt. Das sind drei konkrete Punkte, an denen ich arbeiten möchte. Und da kann ich, wie gesagt, ja, ich habe mit Jürgen Dussel gesprochen, die werden wir aufgreifen, dafür werden wir konkrete Umsetzungsvorschläge bringen. Das sind drei von vielen, Zeit ist sehr knapp, aber diese drei sind mir besonders wichtig, wollte ich daher in den Vordergrund stellen. Also ich möchte mich auch zunächst mal sehr herzlich bedanken. Herr Dussel und ich haben die Gelegenheit, uns heute hier zum ersten Mal auch zu treffen. Ich bin ganz frisch in der Aufgabe der Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz. Und tatsächlich habe ich bei allen Themenfeldern, die heute angesprochen worden sind, sofort auch Anknüpfungspunkte für den Bildungsbereich gesehen und auch gefunden, und vieles, was in den Teilhabeempfehlungen drinsteht, ist auch ein Thema für uns. Ich will damit anfangen, dass Sprache das Denken prägt, und ich möchte das ergänzen damit, dass auch Erfahrung das Handeln prägt tatsächlich. Und ich kann mir eine Gesellschaft, die nicht inklusiv ist, schlicht nicht vorstellen, und deswegen sind für mich die vielen Menschen, die gerade auch auf der Straße gegen Ausgrenzung, Hass und Diskriminierung eintreten, auch ein sehr positives Signal dahingehend, dass wir Inklusion und eine inklusive Gesellschaft, dass die nicht verloren ist, sondern dass eben auch viele Menschen mit uns gemeinsam dafür streiten. Ich glaube auch, das kann und muss uns Hoffnung geben, weil wir natürlich auch in der Kultusministerkonferenz die Sorge haben, nach den Landtagswahlen, die in diesem Jahr stattfinden, auch mit Menschen zusammenarbeiten zu müssen, die schlicht ein anderes Weltbild, Menschenbild haben und die das Recht auf Bildung für alle Kinder und Jugendlichen nicht sehen als ein Menschenrecht. Und ich glaube, das ist auch das, was uns alle hier vereint, dagegen auch vorzugehen und das mit aller Kraft zu verhindern. Inklusion fängt für mich im Grunde genommen nach der Geburt bereits an. Mit dem Besuch einer Kita ist es für Kinder schon, ist sozusagen der erste Weg hin zum gemeinsamen Lernen und Zusammenkommen gelegt. Und wenn wir es nicht schaffen, in dieser Welt das Zusammensein von Menschen mit und ohne Behinderung zu organisieren, und zwar gut zu organisieren, dann schaffen wir eben nicht diese Erfahrungsräume. Dann schaffen wir unter und zwischen Menschen mit Behinderung diese Erfahrungsräume nicht, wie es ist, zusammenzuleben, und wir schaffen es auch nicht, das als etwas Normales zu betrachten, was sich dann nicht nur in Schule auswirkt, sondern was sich letzten Endes auch auf dem Arbeitsmarkt auch auswirkt. Das ist und muss für uns alle eine Selbstverständlichkeit sein. Ich sehe, und das finde ich ausgesprochen gut jetzt auch an der Diskussion heute und an den Teilhabeempfehlungen, natürlich ist die Realität und die Erfahrung für viele Menschen eben noch eine andere. Wir haben selektierende Systeme im Schulbereich, wir nennen sie Förderschulen, und diese Förderschulen führen in der Regel oftmals zur Ausgrenzung. Und ein inklusives Schulsystem, das dafür sorgt, dass alle Kinder die gleiche Schule besuchen, braucht auch die entsprechende Unterstützung mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Expertise. Ich sage das aber auch ganz bewusst,
mit Expertinnen und Experten, die auch unterschiedliche Unterstützungen hineinbringen können. Dazu gehören Schulsozialarbeiterinnen, dazu gehören Förderschullehrkräfte, die eine besondere Expertise haben und gerade mit Blick auf Kinder mit chronischen Erkrankungen und konkreten gesundheitlichen Beeinträchtigungen, sage ich auch, wir brauchen auch medizinische Fachkräfte in Schulen, die entsprechende Unterstützung ermöglichen können. Das heißt, die Schule auch dahingehend zu öffnen, diese Wege zu ermöglichen, Eingliederungshilfe zu einer systemischen Unterstützung zu machen, da wo das geht, ist für mich auch ein Bestandteil. Und da gibt es zum Glück ja auch inzwischen viele Projekte und Maßnahmen, die da in die ganz klare, richtige Richtung zeigen. Das Thema Gewaltschutz und Kinderschutz ist im Übrigen auch so, wie es heute nochmal angesprochen wurde, für mich ein Thema für alle Kinder und Jugendlichen in Schule. Und ich glaube, dass man auch da sehr genau hinschauen muss, gerade an die Kinder und Jugendlichen, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht selbst artikulieren können oder das, was sie erfahren, auch sprechen können. Deswegen setzen wir auch in der KMK Kinderschutzkonzepte in Schulen auch als verpflichtende Maßnahmen um. Da ist der Fortschritt in den Bundesländern sehr unterschiedlich, aber das ist auf jeden Fall für uns ein Thema und ich glaube, das gilt für alle Schulen gleichermaßen. Ich nehme mit, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wir müssen an den Übergängen besser werden. Mit den Übergängen meine ich den Übertritt in das Berufsleben, in die Ausbildung. Da haben wir bereits viele gute gemeinsame Schritte geschafft, aber das eben auch schon angesprochene System der Werkstätten ist ein sehr beharrliches und ist dann oft auch für viele Familien, die gerade, wenn es um Berufsorientierung geht, aber auch um Förderung der Kinder und Jugendlichen, dann immer auch eines, dass sehr stark schon sehr früh dort Wege angelegt werden, dass auch die Familien selbst dann diesen Weg für ihre Kinder letzten Endes bevorzugen. Und ich glaube, da müssen wir nicht nur Kinder und Jugendliche stark machen, sondern auch deren Familien die Wege zeigen, wie das gut gelingen kann. Gilt im Übrigen, ja, kann man auch. Gilt im Übrigen für mich nicht nur für den schulischen Teil der Ausbildung, sondern auch eben für den betrieblichen Teil der Ausbildung unbedingt. Ich nehme auch mit den Zugang, den eben auch mehrfach angesprochenen, und ich fand das sehr beeindruckend, auch in der Diskussion, wie es dargestellt wurde, den Zugang zur Hochschulbildung. Ich selbst bin keine Hochschulministerin, Wissenschaftsministerin. Ich vertrete den Bereich Bildung und Kultur in meinem Ressort, aber habe gerade die künstlerischen Hochschulen auch in der eigenen Verantwortung. Und ich sehe dort, dass wir eben dort auch den Begriff Begabung nach vorne stellen. Und wenn wir über Begabungen sprechen, dann glaube ich, ist zunächst mal die formale Eintrittskarte in eine Hochschule schlicht egal. Wenn es uns gelingt, und ich mag das Wort nicht, aber Hochbegabung war ja oft in der Vergangenheit der Begriff, der dazu geführt hat, dass junge Menschen, die in bestimmten Fächern besondere Leistungen bringen, schon früh einen Zugang in die Hochschule kriegen, über Juniorstudium zum Beispiel, dann sollte das eben nicht nur für diejenigen gelten, die sozusagen formal Schritt halten können, sondern es muss im Grunde genommen für alle gelten. Und die angesprochenen Projekte, die heute auch vorgestellt worden sind, sind dafür mein Begriff ein sehr, sehr guter Weg, gerade im Bereich der künstlerischen Hochschulen. Aber ich finde, das sollte nicht nur ausschließlich in diesen Bereichen stattfinden, sondern sollte im Grunde genommen für die gesamte universitäre Ausbildung meines Erachtens gelten. Und das biete ich auch gerne an, diese Themen nochmal in der KMK auch weiter zu verfolgen, weil da gibt es noch viel, viel zu tun. Ich könnte jetzt noch viel mehr sagen. Dr. Jens Brandenburg, parlamentarischer Staatssekretär im Bildungsministerium. Wo knüpfen Sie an, bitte ich Sie um Ihr Eingangsstatement? Ja, vielen herzlichen Dank. Wir haben uns als Bundesregierung ja insgesamt vorgenommen, auch gemeinsam mit den Ländern ja die Bildungschancen deutlich zu stärken, und zwar unabhängig von der sozialen Herkunft, unabhängig vom Geschlecht, aber eben auch unabhängig von möglichen, sei es körperlichen oder auch intellektuellen Beeinträchtigungen. Das Thema inklusive Bildung steht für uns also auch ganz oben auf der Agenda. Jetzt haben Sie, Frau Streichert-Niveau, natürlich zu Recht noch auf die Kultushoheit der Länder hingewiesen. Das bedeutet aber nicht, dass wir untätig sein müssen auf Bundesebene, sondern wir arbeiten da sehr eng und partnerschaftlich zusammen. Und ich möchte Ihnen einfach nur wenige Beispiele, drei Beispiele mal kurz nennen, was das für uns im Bundesbildungs- und Forschungsministerium heißen kann. Das erste Beispiel, was ich nennen möchte, ist die Informations- und
Beratungsstelle Studium mit Behinderung angesiedelt beim Deutschen Studierendenwerk. Das Ziel ist ja sehr konkret auch die Beratungsqualität vor Ort an den Hochschulen für Inklusion zu stärken. Jüngst erst sehr positiv evaluiert, also das funktioniert wirklich hervorragend. Zweites Beispiel, wir können natürlich sehr viel in der Forschungsförderung tun. Und da gibt es verschiedene Förderlinien. Eine ganz aktuelle ist insbesondere die förderbezogene Diagnostik in der inklusiven Bildung, also weitere neue Erkenntnisse zu sammeln, wie denn in den verschiedenen Bildungsbereichen und auch das haben Sie erwähnt, zu Recht auch in den Übergängen im Bildungssystem stärker individueller nochmal zu diagnostizieren und dann auch zielgerichtet unterstützen zu können. Wir haben das dritte Beispiel, auch das haben wir gerade schon gehört, natürlich die berufliche Bildung, auch hier eine gemeinsame Initiative von Bund und Ländern, die Bildungsketten, da haben wir mehrere Beispiele drin, speziell in Schleswig-Holstein auch die ÜBS, also überbetriebliche Bildungsstätten, inklusiv. Da geht es dann speziell darum, nochmal junge Menschen mit Schwerbehinderungen ihnen Perspektiven zu geben, auch eine selbstbestimmte Entscheidung von Werkstatt oder auch außerhalb der Werkstatt auf dem regulären Arbeitsmarkt, auch damit wirklich hervorragende Ergebnisse. So, und wir haben jetzt jüngst, nächste Woche werden Sie da sicher auch mehr Details nochmal sehen, aber jetzt auch eine gute Zusammenarbeit zwischen BMAS bzw. auch mit Ihnen, Herr Dusel, an der Stelle eingesetzt. Gebungsvorhaben werden wir auf den Weg bringen, wo wir insbesondere die Frage, wie können wir denn dann auch Kompetenzen, die in den Werkstätten erworben worden sind, auch nochmal leichter anerkennen, sichtbar machen, um auch hier Anschlussperspektiven im Bildungs- und Arbeitssystem zu schaffen, auch das wirklich ein wichtiger Schritt. Jetzt nur ein paar Beispiele, ich will damit nicht sagen, alles gut, ganz im Gegenteil. Auch die jüngste Staatenprüfung hat ja sehr deutlich gemacht, dass wir gemeinsam gerade im Bildungsbereich 15 Jahre nach Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention noch einiges vor uns haben. Also einiges läuft, aber vieles müssen wir natürlich gemeinsam auch weiter beackern. Und ich finde persönlich sehr spannend, auch insbesondere, was Sie in den Empfehlungen im Hochschulbereich nochmal drin haben, gerade das Thema Aktionspläne. Was können wir auch von Best-Practice-Hochschulen in Deutschland oder international lernen, übernehmen? Ich glaube, das wird uns sehr beschäftigen. Letzte persönliche Anmerkung noch, weil ich finde, neben all dem Fokus auf, was sind noch Hürden, ich finde es auch immer sehr wichtig, Erfolgsbeispiele sichtbar zu machen. Und es gibt einen der beeindruckendsten Menschen, die ich in meinem Leben bisher kennengelernt habe, ist jetzt etwa 17 Jahre her, zu Beginn meines politischen Engagements. Das war eine junge Frau, taubstumm, die dann berichtet hat, was sie in der eigenen Bildungsbiografie an Hürden hatte. Teils technische Fragen, teils aber auch so ganz einfach. Die Lehrkräfte, Dozentinnen sollten nicht die ganze Zeit zur Tafel sprechen, sondern auch mal in die Klasse rein. Mit all den Widrigkeiten ihren Weg gegangen, auch Studium abgeschlossen. Und was ich wirklich am beeindruckendsten fand, sie konnte nicht nur Lippen lesen, sondern das in vier verschiedenen Fremdsprachen. Ich wäre froh, wenn ich das mit Akustik könnte, in vier Fremdsprachen. Ich fand das wirklich, wirklich beeindruckend, nachhaltig und mich hat das damals schon sehr inspiriert. Ich finde es sehr wichtig, dass das, was wir heute auf der Bühne bereits gesehen haben, aber wirklich diese vielen mutmachenden Beispiele, was da möglich ist, wenn wir das auch in der Fläche nochmal sichtbar machen, zusätzlich zu den Aufgaben, die wir in der Politik zweifellos haben. Dankeschön, Jens Brandenburg. Wir bleiben kurz beim Thema Bildung und mein Bildungsauftrag an dieser Stelle. Menschen, die nicht sprechen, sind nicht stumm, sie sprechen Deutsch und Gebärdensprache. Insofern kleine Korrektur an dieser Stelle. Bildung von Anfang an in der Kita, in der Grundschule, in der weiterführenden Schule. Und das Thema Grundschule für alle liegt Jürgen Dusel besonders am Herzen. Da fällt nochmal darauf ein Blick, denn mit Ihrer Vorgängerin, Frau Streicher-Kliebuth, mit der Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch hat Jürgen Dusel vereinbart, dass das Thema Grundschule für alle in die nächste Sitzung der Kultusministerkonferenz kommt. Das war, glaube ich, vergangenes Jahr, am Ende vergangenes Jahres. Was ist daraus geworden, Frau Ministerin? Also zum einen darf ich berichten, dass sich die Gremien der KMK natürlich auch mit diesem Thema beschäftigen. Und ich will das gerne auch einordnen, wo wir gerade stehen, wenn es um Grundschulbildung geht, weil das, glaube ich, ein Thema ist, das aktuell auch sehr viele beschäftigt. Wo können wir zum einen nochmal die Übergänge betrachten, also wie schaffen wir es, dass Kinder mit den notwendigen Unterstützungsangeboten und vor allem der individuellen Förderperspektive in die Grundschule eintreten können. Das gilt für mich für alle Kinder,
Laufe der Grundschulzeit so unterstützen, dass sie dann auch den Übergang in die allgemeinbildende Schule schaffen. Ich will zwei Aspekte bei der Grundschule für alle nennen, tatsächlich, die auch ganz konkret vor Ort ausschlaggebende Punkte sind, die dann auch immer wieder leider dazu führen, dass Kinder sehr früh, teilweise schon nach wenigen Tagen, in denen sie die Grundschule besuchen, in ein Fördersystem, Förderschulsystem auch, ich sage es mal so hart, ausselektiert werden. Das hat tatsächlich was damit zu tun, dass Lehrerinnen und Lehrer oftmals zumindest nach außen hin sagen, sie wären überfordert mit diesen Aufgaben. Und ich sehe, dass tatsächlich wir hier auch nochmal in die Haltung der Lehrerinnen und Lehrer sehr stark investieren müssen. Haltung ist halt nichts, was ich über eine Fortbildung in die Köpfe hineinbringen kann. Aber Haltung kann man dort entwickeln, wo man auch in eine andere Art von schulischer Arbeit, Unterrichtsentwicklung und vor allem auch Schulentwicklung eintritt. Das heißt, die Grundschule für alle kann meines Erachtens nur dann auch gut funktionieren, wenn man kooperativ miteinander arbeitet, wenn man die Eltern sehr aktiv mitnimmt und wenn man vor allem auch es möglich macht, Kindern Entwicklungszeit zu geben. Kinder sind heute und haben vor allem auch unterschiedliche Geschwindigkeiten, mit denen sie sich entwickeln. Im Übrigen, ich will kurz auch zu dem Wort hier Lernschwierigkeiten sagen. Alle Menschen haben Lernschwierigkeiten in allen möglichen Bereichen. Und es sind auch nicht in der Regel nicht die Schwierigkeiten, die Kinder im Grundschulalter haben, sondern es sind die Entwicklungsphasen, die sie in unterschiedlicher Art und Weise durchmachen. Und deswegen ist Grundschule für alle für mich definitiv ein Thema und weiter daran zu arbeiten, dass wir eben die Ressourcen, und das sage ich auch für mein Bundesland, auch wir haben noch Förderschulen auch im Primarbereich, das heißt auch für Grundschulkinder, aber dass wir dazu hinkommen, diese Ressourcen aus diesen Bereichen dort, wo es eben möglich ist, sukzessive auch abzuziehen und sie in die Regelschulen hineinzugeben, damit Kinder dort auch entsprechend gefördert werden. Und Frau Schwester, Sie haben gesagt, Grundschule für alle ist für Sie ein Thema. Ist es ein klares Statement für die Grundschule für alle aus Sicht der Kultusministerkonferenz? Ich kann leider nicht für alle Ministerinnen und Minister an dieser Stelle sprechen. Sie wissen, dass das Thema immer sehr kontrovers diskutiert wird und den Ländern auch sehr unterschiedlich damit verfahren wird. Für mich ist es definitiv eines, das weiter vorangetrieben werden muss. Und jedes Kind, das nicht die Grundschule vor Ort besucht, und da hängen ja auch viele soziale Kontakte für Kinder einfach dran, ist eines zu viel tatsächlich und wir müssen da sehr genau hinschauen, ob das wirklich etwas mit Wahlfreiheit der Eltern zu tun hat, wie es oft eben auch deklariert wird, oder ob es nicht schlicht auch die Empfehlung ist, wo Kinder eben und auch Eltern in dieses in den Förderschulbereich hinein beraten werden und deswegen gucken wir da auch sehr genau hin. In meinem Bundesland kann ich das jedenfalls auch so sagen. Beziehungsweise Ihre Ministerin sind ständiger Gast in der Kultusministerkonferenz. Wir haben natürlich die Länderhoheit in der Bildung, aber auch die Länder haben die NDRK ratifiziert und dort Artikel 24 sagt inklusive Bildung für alle. Wie können Sie darauf einwirken, dass es nicht mehr so ist, dass es vom Bundesland abhängt, mit welcher Beeinträchtigung ich überhaupt in eine Grundschule komme oder auch nicht? Also ich habe ja eben betont, dass wir mit den Ländern sehr partnerschaftlich zusammenarbeiten. Ich glaube, es wäre keine gute Idee, jetzt von Bundesebene regelmäßig einzelne Länder vorzuschreiben, was sie nochmal anders tun sollten, sondern wir wollen tatsächlich in der gemeinsamen Rollenaufteilung. Unser Verständnis auf Seite des Bundes ist vor allen Dingen da, wo wir auch verfassungsrechtlich unterstützen dürfen, das unterstützend auch den Ländern mit ihrer Kultushoheit so eine Zuständigkeit für den Artikel 24 das zu tun. Und Beispiele habe ich ja eben genannt, dass insbesondere in der Forschungsförderung haben wir wirklich mehrere Möglichkeiten und nutzen diese intensiv, dann auch wirklich praxisanwendungsbezogene Erkenntnisse für gelingende inklusive Bildung zur Verfügung zu stellen, das bereitzustellen. Wir achten auch bei all den Dingen, die wir gemeinsam angehen, sprechen ja beispielsweise aktuell über das Startchancenprogramm und viele weitere gemeinsame Initiativen natürlich auch darauf, dass Inklusion auch immer mitgedacht wird und im Bereich der beruflichen Bildung, auch das hatte ich ja eben genannt, da gibt es ja ohnehin geteilte Zuständigkeiten, wo wir faktisch sehr eng zusammenarbeiten, auch da gibt es ja gezielte solche Projekte. Also kein Gegeneinander und unsere Aufgabe ist jetzt kein Schiedsrichter, sondern was unterstützen in der Umsetzung. Ja, danke schön. Grundschule für alle, Jürgen Dussel, ich höre, der Wille ist da und von Frau
Seibelt, Holtmann haben wir gehört, wo ein Wille, da ist auch ein Weg, und das gebe ich Ihnen beiden dann nochmal mit zu diesem Thema Grundschule für alle. Ein kurzes anderes Thema noch, Herr Brandenburg. Wir hatten dieses wunderbare Beispiel aus Irland zu der inklusiven Bildung an Hochschulen. Ist es geplant, dass sich europaweit dort ein Austausch zu diesem Thema bildet? Also konkret zu Irland nicht, darauf bin ich jetzt im Zuge der Vorbereitung hier auf die Veranstaltung aufmerksam geworden. Finde ich sehr spannend, darüber auch nochmal mehr zu erfahren. Tatsächlich über inklusive Bildung, wir haben auf europäischer Ebene im Ministerrat auch über diese Frage schon gesprochen. Ehrlicherweise ist das aber noch auf einer sehr abstrakten Ebene, wo ganz grob galaktisch dann mal Erfahrungswerte mit ausgetauscht werden. Ich glaube, die Aufgabe ist vor allen Dingen bei uns in Deutschland, speziell an den Hochschulen, mit den Beratungsstellen, eben ja schon angesprochen, aber generell auch diese Aktionspläne, mal zu schauen, was sind denn die Herausforderungen, unterschiedliche Zielgruppen, es sind ja nicht nur Studierende, sondern auch Forschende, auch Lehrende an den Hochschulen, da ein inklusives Umfeld zu schaffen. Und ich glaube, da gibt es sehr viel. Sie haben jetzt ein Beispiel Irland genannt, wo wir auch sicher von lernen können. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir aber gemeinsam mit den Ländern und auch dem Wissenschaftssystem angehen wollen. Alles klar. Wunderbar, dass wir das Thema Irland mitgenommen haben, weil ich glaube, das ist wirklich ein gutes Beispiel, von dem wir einiges lernen und mitnehmen können. Vielen Dank. So viel erstmal zum Thema Bildung. Und jetzt kommen wir wieder zu Ihnen, Herr Heil. Natürlich möchte Jürgen Dusel es konkreter haben. Was können wir denn erwarten bei der WFBM-Reform? Worauf können Menschen, die dort jetzt beschäftigt sind, hoffen? Ich werde das konkret beschreiben, aber ich will vorweg sagen, was bei diesem Thema unterschätzt wird, ist, dass wir nicht nur über Teilhabe reden und inklusiven Arbeitsmarkt, sondern dass in Zeiten von Arbeits- und Fachkräftemangel tun. Und das ist wirklich unterschätzt, wenn wir über den Zugang zum ersten Arbeitsmarkt sprechen. Da sitzen übrigens gute Verbündete, da sitzen drei Ampel-Inklusionspolitiker aus dem Parlament. Und wenn, das will ich einmal hier als Geschäftsgeheimnis der Ampel sagen, die Zusammenarbeit in der Ampel immer so reibungsreich, aber konstruktiv wäre wie bei den dreien, dann wäre die Ampel noch beliebter. Wir haben vorhin immer eine Auffassung, aber die haben den ersten Schritt mit dem Gesetz zum inklusiven Arbeitsmarkt getan. Und das betrifft beispielsweise auch die vierte Stufe der Ausgleichsabgabe, weil wir einmal noch sagen müssen, es braucht auch immer Arbeitgeber, die begreifen, dass man nicht auf Menschen verzichten kann, die man in Zeiten von Arbeits- und Fachkräftemangel super bleiben kann. Wir haben alle technischen Möglichkeiten heute für inklusive Arbeitsplätze. Alle technischen Möglichkeiten. Die tollsten Fördermöglichkeiten übrigens auch, die wir nicht so verstreut lassen dürfen. Die müssen auch davon wissen. Aber ich habe für null Beschäftiger eben null Verständnis. Und das hat diese Koalition sehr deutlich gemacht. Heute ist beim Thema Werkstätten, will ich nochmal sagen. Wir haben einen sehr strukturierten Dialog gemacht. Wir haben Wissenschaft in Auftrag gebracht. Und wir wollen jetzt im Rahmen des Aktionsplans die Dinge abarbeiten, die Felder nicht genannt haben. Das erste ist das Thema, wie kommen Menschen überhaupt in der Werkstatt und warum kommen sie da rein? Das nennt man neudeutsch Zugangsmanagement. Ich glaube, dass wir uns gehörig Gedanken machen müssen, dass das so nicht weitergeht. Es wird Werkstätten auch in Zukunft geben. Davon bin ich überzeugt. Aber der Automatismus, reinzukommen und nie wieder rauszukommen, der geht an den Bedürfnissen, an den Wünschen, an den Fähigkeiten vieler Menschen vorbei. Zweitens die heißest diskutierte Frage. Dazu gibt es viele Emotionen und Meinungen, wie ist es eigentlich mit der angemessenen Bezahlung in Werkstätten? Ich kann das sagen. Das ist einfacher gesagt als getan, weil hinter der Frage eine ganze Menge Dinge hängt, zum Beispiel auch die Frage von Rentenanwartschaften und vielen anderen mehr. Denn populistisch da eine Forderung zu machen, reicht nicht, aber dass sich da was deutlich verbessern muss, glaube ich, liegt auf der Hand. Drittens die Frage, Zugang ist das eine, aber wie kommen wir wieder raus? Und da hat mich sehr nachdenklich gemacht, natürlich der Hinweis, wir haben Budget für Arbeit geschaffen, Budget für Ausbildung und ich will gerne mit Ihnen im Austausch mal sein, was Ihre Erfahrungen sind, denn ich bin gar nicht so puzzelig, wenn wir Dinge da gängiger machen können. Aber das Wichtigste ist dafür zu sorgen, dass es sich auch ökonomisch lohnt. Und da haben wir jetzt ein Problem, das habe ich vorhin genannt, wie ist das mit eigentlich zum Beispiel den Rentendingen, wenn man sie nicht mitnehmen kann, wenn man da rausgeht. Und last but not least, wir werden neue Formen von Teilhabemöglichkeiten finden müssen für Menschen, die schwerst und mehrfach beeinträchtigt sind im Tag. Das sind die fünf Dinge. Und das wird jetzt, um jetzt alle gleich zu enttäuschen, das wird nicht das eine Gesetz, der eine Schalter sein,
sondern da gibt es ein paar Dinge, die wir nach dem strukturierten Dialog auch nochmal vertieft machen können, damit gut gemeint nicht das Gegenteil von gut gemacht ist. Und ich glaube, dass wir das Schritt für Schritt jetzt umsetzen müssen. Aber ganz klar ist, das will ich hier auch mal sagen, dass wir aus den Schützengräben einer Werkstattdebatte, die ich mal so karikieren will, rausholen. Das ist jetzt übertrieben, um es deutlich zu machen. Die einen, die so sagen, ist doch alles schön, bleibt so. Und die anderen, die es gleich sagen, alles weg. Die Wahrheit liegt ein bisschen in der Mitte. Ich denke auch an viele Menschen, die in Werkstätten leben und die das als ein Stück Heimat auch wahrnehmen. Aber arbeitsmarktpolitisch und was die Fragen von Teilhabe betrifft, müssen wir den Knoten durchschlagen und der heißt stärkere Orientierung auf den ersten Arbeitsmarkt. Das ist das, was wir auf dem Weg bringen. Stehen könnte und wir haben noch die Frage, wann, welchen Zeithorizont haben Sie, was kann noch in dieser Legislaturperiode passieren? So viel wie möglich. Ich bin jetzt nicht der Typ, der vor die Pressekonferenz geht, sagt, und verzüglich, das wird sofort in Kraft. Weil wir brauchen eine zeitliche Perspektive. Das ist ein Gradmesser für Lebensalter, das will ich jetzt lachen. Ich kann mich an neuen erinnern. Ich meine das ganz ernsthaft. Wir werden so viel wie möglich jetzt auf den Weg bringen. Ich habe vorhin gesagt, es gibt noch ein paar andere Gesetze, die sind im Prozess weiter, BGG beispielsweise. Und es geht auch darum, das ist meine Lebenserfahrung, übrigens einzelner mitzudenken. Das haben wir auch beim Teilhabegesetz erlebt. Politiker, die glauben, es reicht eine Mehrheit, um ein gutes Gesetz zu haben. Und dann ist Schluss und wir heften es ab. Wir wissen nicht, dass Umsetzung als Administration, dass Umsetzung im Lebensalter auch etwas ist, was man mitdenken muss. Natürlich keine Ministerium und kein hier sind, wir wissen das ja alles, aber ich habe oft erlebt, dass wir alle uns abgefeiert haben für Gesetze und die Enttäuschung der Menschen riesig war, weil es ewig gedauert hat, bis es im Lebensalltag angekommen ist. Deshalb ist die realistische Perspektive, wenn wir die Weichen stellen für die Werkstattreform, die arbeiten mit uns gemeinsam daran, dass wir das in diesem Jahr Schritt für Schritt im Rahmen des Aktionsplans umsetzen. Wie gesagt, nicht in einem Megagesetz, sondern in Schritten, ich habe es vorhin gesagt. Dann brauchen wir aber eine zeitliche Perspektive, in der dieser Prozess auch in der Umsetzung da ist. Das wird nicht in 3 Tagen oder 3 Jahren sein, sondern gibt es Stufen, die in Kraft treten an der ganzen Geschichte. Und das ist, glaube ich, das, was wir uns ernsthaft vornehmen müssen. Aber kleine Ansage ist heute hier ganz klar. Der Status quo ist keine Alternative, um das klar zu sagen. Es muss sich was bewegen. Und wir müssen da auch über Handlungskräfte und Ausreden auch überwinden. Ich habe das auch schon erlebt beim Gesetz zum inklusiven Arbeitsmarkt. Erlebt das auch. Wir haben sehr bewusst gesagt, dass wir die Gelder aus der Ausgleichsabgabe sehr stark auf den ersten Arbeitsmarkt konzentrieren. Und jetzt kommen die ersten Beschwerden, dass es nicht wie im alten System geblieben ist. Da muss ich sagen, wir wollen vielen Menschen Gutes tun, aber wir werden es nicht allen im Recht machen können, die auf dem Status quo beharren und ihn mit Händen und Zehen verteidigen. Wir wollen mit den Werkstätten reden, weil wir sind nicht vom Kopf hauen wollen, aber es wird Veränderungen geben, das ist die Ansage. Wie gehen wir da weiter? Was können wir hoffen? Sie haben den Aktionsplan erwähnt. Was können wir hoffen in puncto barrierefreie Arztpraxen, barrierefreie Krankenhäuser, mehr Zugang für alle Menschen zum Gesundheitssystem? Worauf können wir konkret hoffen und wann? Ja, wir haben ja dieses partizipative Verfahren eröffnet und haben tatsächlich die Verbände gebeten, schriftlich uns mitzuteilen, was sind die Praxiserfahrungen, was funktioniert, was funktioniert nicht, wo muss sich etwas ändern. Und da haben wir bis zum 15. Dezember dort die Anlassung bekommen, wir über 3000 Vorschläge bekommen. Das ist unfassbar. Also, und die Mitarbeiter im Haus, die arbeiten jetzt durch diese 3000 Vorschläge durch und versuchen daraus ganz konkrete Umsetzungen zu entwickeln, die werden wir dann im Sommer also vorschlagen. Aber es ist halt sehr guter Prozess, das ist dahingehender Prozess, dass vieles für uns auch neu war, muss man sagen. Ich bin selbst sehr lange schon im Geschäft, aber vieles ist einfach also von der Praxis kommend dann auch für uns eine Neuigkeit gewesen. Wir werden im Sommer daher Vorschläge präsentieren und wir werden dann natürlich auch mit den Verbänden, mit den kassenärztlichen Vereinigungen, mit den Facharztverbänden, mit dem Hausarztverband, mit den Krankenhausträgern, werden wir konkrete Umsetzungsvorschläge machen. Aber der Prozess läuft wie folgt. Verbände waren im Haus, wir haben eine sehr gute Diskussion gehabt, die waren noch ein bisschen abstrakt.
Jetzt haben wir diese 3000 Vorschläge bekommen, die werden jetzt systematisch gesichtet und im Sommer werde ich dann vortragen, was wir konkret umsetzen. Das eine oder andere wird dann möglicherweise auch in Gesetze münden, aber nicht alles. Vieles können wir auch auf dem Verordnungsweg machen, weil wir die Aufsicht haben. Und ich würde daher um Geduld bitten, dass wir es erstmal sichten. Wir nehmen hier die Vorschläge aus der Basis mit. Und der Grundgedanke ist, dass wir also nicht über jemanden also hier regulieren wollen, der an dem Prozess nicht von Anfang an dabei gewesen ist. So, vielen herzlichen Dank für das Statement, Herr Lauterbach. Und vielen Dank an Sie alle vier für Ihre ersten Reaktionen auf die Teilhabeempfehlungen von Jürgen Dusel. Nicht alle Fragen haben Antworten gefunden, aber Sie sind ja miteinander im Dialog und ich bin sicher, Jürgen Dusel wird weiter beharrlich bleiben. Ich danke Ihnen, Jens Brandenburg, Ministerin Streicher-Klingwirt, Minister Lauterbach und Minister Heil für Ihre Teilnahme in dieser Runde. Vielen herzlichen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben uns natürlich auch als Deutscher Behindertenrat mit den Teilnahmeempfehlungen beschäftigt. Erstmal möchte ich mich nochmal bei dir, lieber Jürgen, und deinem Team und allen, die mitgemacht haben, um diese Teilnahmeempfehlungen in die Realität umzusetzen, herzlich bedanken. Neben der UN-Behindertenrechtskonvention und eben auch der Staatenprüfung derselben, die letztes Jahr wieder stattgefunden hat durch den Expertenausschuss der Vereinten Nationen, haben wir mit den Teilhabeempfehlungen nochmal konkrete Punkte im Bereich der Teilhabe, die dringend verbessert werden sollten und verbessert werden müssen und das schon seit vielen, vielen Jahren. Was für mich immer so ein bisschen irritierend ist an der ganzen Geschichte, dass wir seit vielen Jahren Bewusstsein bilden, also mein Bewusstsein ist schon völlig übergebildet, muss ich jetzt immer sagen, und das viele andere Menschen auch. Deswegen ist es immer gut, konkrete Anweisungen, konkrete Leitlinien und Richtlinien zu haben, wie eben die Teilhabeempfehlungen, damit man auch klar die Schritte sieht, die nötig sind und vor allem, das finde ich immer noch entscheidend, die Perspektive und Authentizität auch der Menschen mit Behinderungen in den Teilhabeempfehlungen lesen kann. Und wir konnten sie auch heute Abend auf den unterschiedlichen Podien hier gut hören und vor allem auch die Perspektive ein bisschen wechseln durch Menschen, die vielleicht eben nicht das machen, was viele glauben, wie Menschen mit Behinderungen leben, arbeiten und an der Bildung teilhaben sollen. Gerade diese Authentizität und der Perspektivwechsel sind wichtig. Noch wichtiger werden uns aber vor allem klare Richtlinien und Leitlinien in der Gesetzgebung. Und jetzt bin ich immer großer Freund, eine Freundin davon, dass wir uns an dem Koalitionsvertrag daran auch ein bisschen orientieren. Und im Koalitionsvertrag stehen eigentlich ziemlich gute Sachen. Ich mache jetzt was im Moment in den Medien selten passiert. Ich sage der Ampelkoalition was Positives. In eurem Koalitionsvertrag stehen wunderbare Sachen, wie zum Beispiel die Verpflichtung privater Anbieter zu mehr Barrierefreiheit. Ist eigentlich erstmal eine ganz gute Sache. Als wir das alle gelesen haben, waren viele von uns froh, ich auch. Und wir freuen uns, liebe Hubertus Heil, dass du schon so weit bist damit. Ich bin ganz gespannt. Ich kann kaum schlafen heute Nacht. Ich freue mich, wenn es endlich soweit kommt, ich meine es ganz ernst, und das BMAS sicherlich auch in Gemeinschaft mit dem Justizministerium und anderen Ressorts sich dieses Themas annimmt. Dafür von unserer Seite natürlich ein herzliches Dankeschön fürs Soweitsein, aber dann kommt noch ein ganz viel größeres Dankeschön, wenn wirklich auch die Bereiche der Daseinsvorsorge und alle anderen privaten Bereiche umfasst sind, wenn es die Möglichkeit gibt, für Menschen mit Behinderungen eben auch das Recht auf die Herstellung von Barrierefreiheit und angemessene Formen. Bei der heutigen Übergabe der Teilhabeempfehlung ist einmal mehr deutlich geworden, dass Partizipation sehr wichtig ist. Die vielen Empfehlungen, die heute vielen Schattenministerien übergeben worden sind, sind und bleiben ein Arbeitsauftrag auch im Bereich der Inklusionspolitik in den nächsten 1,5 bis 2 Jahren, die wir noch haben, viel mehr von dem umzusetzen, was wir im Koalitionsvertrag schon vereinbart haben. Dabei muss es bleiben, trotz der Multikrisen, denen wir uns auch ausgesetzt sehen. Ich bin sehr zuversichtlich, auch nach den Rücksprachen mit meinen Kollegen heute Abend, dass wir noch vieles schaffen. Der heutige Abend ist ermutigend, er hat einen Auftrag und wir werden es machen.